Moin moin liebe Leute und willkommen zurück zu Battle Chasers Night War. Ja, in der letzten Folge, die war ein bisschen schwergängig, habe ich versucht ein paar Sachen für die Roboter-Zwillinge zu finden, habe ich nicht gefunden. Wir werden uns jetzt nochmal umsehen, dort wo die Zwillinge sind, zwar im Ramsdorf, da gehe ich gerade rein in den Dungeon auf Legendär und gucken mal, ob wir da nicht die Energiezelle noch bekommen. Ich bin mir nämlich ganz sicher, dass ich die Energiezelle das erste Mal dort bekommen habe und wenn wir die da haben, dann müsste es ja auch schon reichen. Deswegen, ja, schön, dass ich gerade im Ladescreen hier aufgenommen habe, aber das liegt daran, ich wollte euch schon mal ein bisschen erzählen, was wir jetzt gerade machen, ohne dass ihr den ganzen Weg mit mir mal dahin laufen. Ist auch ganz nett, ne? So, hier in dem gibt es nämlich irgendwo noch so einen super netten Service-Roboter, den man da auseinandernehmen konnte. Reparieren konnte, glaube ich. Dann, da holen wir jetzt einfach die Zelle raus. Wenn das noch geht, ich weiß es auch nicht, ne? Ich habe jetzt auf neu gemacht, das heißt, wir müssen durchspielen. Losung. Wenn man Losung hat, ja, das kennen wir alle schon. Eine Losung. Ja, ich weiß, wir finden keine Losung. Ersten Hinweis finden. Für den ersten, zweiten, dritten Hinweis. Hier, ne? Eben diesen halben bitte liefern an DH. Okay. Schrott, ungewöhnliche Teile. Ich werde schon mal die ersten Hinweise suchen. Ich weiß, wie stark die hier sind. Die sind so stark, vielleicht niedrig. Oder ist alles relativ schwierig, den alles? Oh Gott, 22 Leben hat er weggemacht. Deswegen rede ich einfach mal so aus dem Schlaf. Hier werden wir natürlich nicht leveln, aber das macht auch nichts. Ich kann hier mal diesen komischen Roboter nochmal finden. Ich weiß nicht mehr, wo der war, aber wir finden ihn. So. Ich sollte ich Feuerkugel einsetzen. Helle? Nein, die da. Ja, der kleine Roboter. Oder? Schutzkoloss, okay, das ist ein Stein. Auch platt. So groß und so schwach. So, hier können wir Fertigungssachen fertig machen, also ein paar Sachen machen, wenn wir die Sachen haben. Beschützerwaffe hat bei Angriff schon 10% bei einem Treffer einen Schild zu erzeugen, der 52 Schaden absorbiert. Macht 2, steigert die Angriffsstärke um 196. Nochmal ganz gut.
Scheidender Wind. Steigert die Eile wert, Angriffsstärke, Magieverderben. Das, ach scheiße, ich finde natürlich so ein Vampir-Reißzahn. Aber wir könnten Magieverderben machen. Eine Brandfackel. Magieverderben, steige die magische Abwehr von 7. Das machen wir mal. Waffe nehmen wir denn am besten? Am besten ja irgendwas Großes. Vielleicht. So. Los geht's. Okay. Waffe nehmen, theoretisch. Taifun nehmen wir auch nochmal. Ja. Okay. So. Brandfackel, aber. Eine Rüstung. Dornen. Dornen können wir auch machen. Fügt dem Angreifer jedes Mal, wenn er den Helden trifft, 16 Schaden zu. Das ist natürlich nicht so viel, ne? Bollwerk 2. Stärke, Vitalität. Stärke, Ausdauer 196. Trinkheit. Physische Abwehr. Bei. Hier. Sehr gut. Okay, so. Komm mal, Bollwerk. Komm. Da haben wir schon was. Gut, so lassen wir es erstmal. Helm. Geht die ganze rund. Bin ich ein. Komm vorbei, geh mal. Angeln sollte man vielleicht auch mal zwischendurch. Mache ich zu wenig. So. Hört ihr auf? Das hört doch nicht. Wenn man auch so hier mal ausprobieren kann. So was Cooles, genau. Boom! Ah, dich mag auch keiner. Danke. Super. Jetzt mal hier oben längs, wir fahren längs hin. Ich bin sicher, wie weit das geht.
Das geht auch nicht. Das hier auch. Okay. Das ist fieses Rätsel. Jawohl. In diesem Spielfilm reden, schweigen ist Gold. Macht. Der Einzelne wird das Macht. Gut. Den zweiten Hinweis. Rufen wir jetzt auf. Lass uns ruhig. Ich bin. Hier, ne? Gut. Dass man so gleich schießen kann. Das hat gleich Platz. Okay. Wieder für Gerechtigkeit gesorgt. Besorgt. Come on. Items bekommen. Hier können wir eine Waffe aufrüsten, das bringt uns jetzt nicht über den. Das bringt hier jetzt nicht so viel, da was reinzutun, weil wir werden es ja nicht hoch aufrüsten hier in diesem Terrain. Na gut. Die haben wir jetzt nicht hin. Okay, noch ein Stern. Ja.
war dumm. Ich wollte eigentlich ruhig dahin. Egal. So war eigentlich nicht gedacht. Habt ihr gesiegt? Ach ja, schwebt da. Der Lubani. Was war jetzt eine Kiste, die mich angreift? Okay. Aber viel mehr ist hier nicht zu finden. Wir rausgehen. Die Zelle war doch hier. Ganz sicher. Oh, längst war sie jetzt gerade auch nicht. Irgendwie war das hier doch irgendwie. Schade. Können wir die anderen Hinweise finden hier im Schein? Oh, ich mach die Fälle wieder, ich bin nicht mehr. Gibt ja gar nicht. Das wird ein endlos Spiel, das hier, weil ich einfach Ewigkeiten brauche, irgendwas zu erreichen hier. Aber naja. Also. Bitte? Drumrum. Perfekt. Hey.
Oh, warte mal. Darüber. Reden. Deswegen ist eingesperrt. Wir wissen das alles. Kennen wir die ganze Geschichte? Kennen wir doch schon. Ah, sag mal dein Passwort. Entscheidung. So, zweiten Hinweis haben wir. Den ersten Hinweis. Letzten Hinweis noch finden. Kann man das Ding nicht nochmal finden? Also, hier war das irgendwo dieser blöde Roboter irgendwo rum. Wie kann man das nur einmal finden? Welche Nachbarn? Ist dich. Oder so kommen wir hier nicht drum rum müssen. Aus den letzten Hinweis finden. Superkraft mal einsetzen. Lustig. Sehr gut, sehr gut. Brauchen wir eh wieder auf den ganzen Scheiß. Das ist ein Halt, wenn wir die Superkraft jetzt einsetzen. Und bevor der wieder dran ist. Okay, okay. Panzer reparieren. Ah, guck mal, hier ist er. Jimmy? Sehr gut. Reparatursequenz abgeschlossen. Verbreite überall Liebe. Liebe. Euer Wunsch ist mir Befehl. Denn der Fehler, oh nein. Mein Bewusstsein stürzt, oh. Gerade erschossen. Wir müssen den auf jeden Fall mal ein. Stillen da oben. Warte, okay. Ah. Ja. Ah, jetzt glaube ich aber trotzdem, dass er sich haben wollte, oder? Das ist der Susi-Kern. Den haben wir jetzt. Den hatten wir aber schon vorher. Auch den UAM-Energiezelle. Was ist die? Muss ich mal gucken. Das jetzt? Golem-Quetscher-Prototyp.
Gehen wir nochmal an. Aber. Panzerung, ne? Will ich hier. Das ist das hier? Der Kern des Holzstücks oder der armen Susi. Vielleicht kann man mit einer anderen Mächte. Okay. Haben wir den Kern noch bekommen? Ja. Eieiei. Wir müssen einen dritten Hinweis auf die Sonne suchen. Den Typen auch mal kalt hier. War wohl doch verkehrt von mir. Also ich meinte, Mann, hättest du mal bei YouTube geguckt, dann hättest du gewusst, wo du hin musst. Ja, hätte ich machen können, aber irgendwie würde ich das auch alles alleine machen. Dann, wenn ich bei anderen Leuten gucke, dann brauche ich da nicht viel mehr. Ich dachte, ich wäre hier auf der richtigen Spur, aber bin ich anscheinend nicht. Bist du gut. Irgendwas sammeln wir über Teile, die können wir vielleicht auch mal gebrauchen für irgendwas. Ungewöhnliche Teile brauchen wir eh und was. Und wieder in der Hütte. Große Sachen gibt es ja nicht. Gut, raus. Letzten Hinweis brauchen wir noch, ne? Okay. Alles passt auf, finde ich. Hier sein. Was ich weiß. Irgendwo müssen wir eine Notiz über. Wo haben wir diese übersehen? Da räumen wir jetzt abgeklappert hier. Jede Notiz ab. Ach, verdammt. Verdammt, kann das noch sein? Ist es nicht.
Ja, da oben hat uns das ja gesagt. Wie geht's noch raus? Wie geht's noch raus? Wo kann die Notiz? Jetzt laufen wir ein bisschen wer hier gegen. Was habe ich mit? Ist hier noch irgendwas? Ich kann auch hier irgendwo längs gehen. Da ist, da oben ist noch eine Tür. Warte mal, da gehen wir noch mal rein. Eingang, glaube ich. Da können wir noch so ein Ding rums fangen. Oh, noch zwei Gegner. Also, hier machen wir noch nicht. Hier muss irgendwie einfach Notiz sein. Sehr gut. Aber auch so ein bisschen fuchsig. Ich muss es irgendwie wieder schaffen, aber es nervt mich das. Hier wahrscheinlich hier drin sein, die letzten. Notiz mit einem großen Dolch am Barschmerz. Sie lautet, du Idiot, diesmal solltest du merken, sie lautet rum. Warum? Brauchen wir nochmal alles hier? Ein paar Teile findet man schon hier. Bessere Teile. Aber hier ist nichts mehr. Ja, gut, jetzt haben wir alle drei. Dann gehen wir schnell zum Boss. Ich will den Boss jetzt trotzdem finden, weil wir nicht hier sein sollten. Aber da müssen wir mal gucken, wie diesen. Dieser Kern, der muss da irgendwie gemacht werden. Es gibt doch hier so ein Pferd drin. OM-Energiezelle, was braucht man dafür dann? Ich brauche eine Werkbank und ich brauche die Sachen. War hier drin nicht irgendwo eine Werkbank? Oben. Ja, dann eiern wir nochmal kurz die Werkbank, fertigen diese OEM-Energiezelle her. Dann sind wir raus hier.
Okay, dann kann man die Energiezelle auch selbst herstellen. Das ist natürlich super. Der kommt gleich in die Mann. Das Symbol dafür ist Bergbahn. Gut, hier ist die Werkbank. Also. So, die Energiezelle mal machen. Würde ich sagen, das war's. Für beide Teile eigentlich haben. Was noch halt. Gut, natürlich immer noch einfacher haben können. Was soll's? Okay. Jetzt hier. Zum Zeig mir das. Rüstung kriegst du von mir. Rum macht Geld. Der Boss, das können wir uns ja eh nochmal gleich aufladen mit allem. Werde ich jetzt lachen gehen. Warte. Ja, kam es euch nie ein wenig so leicht vor, hier reinzukommen? Ha? Ah, wir wissen alles, eine Falle. Sehr gut, jetzt haben wir die Energiezelle und das andere. Jetzt können wir diese Truhe bezwingen, was wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge machen würden. Und dann fehlt ja doch einiges. Make it or break it. So, guck mal, eine super Kraft, die du kannst. Ich bin so fertig. Sehr gut. Komm. Platz haben, komm.
Ne, macht ja auch nichts. Hätte ja sein können, muss ja nicht sein. Raus hier. Ja, aber ich glaube, das war's, denn ich glaube, dabei sein müsst ihr jetzt nicht, wenn wir zu der Zelle laufen. Aber wir werden direkt mit dem Duo starten beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.